Liebe Medien, liebe Fans, ich begrüße Sie euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach einem quasi Herzinfarktspiel in der 93. Minute. Gewinnt die Spielvereinigung Unterhaching mit 3:2 gegen unsere Mannschaft. 1559 Zuschauer haben, glaube ich, alles für ihr Geld bekommen. Und jetzt freue ich mich auf die Meinungen zuerst des Gasttrainers Klaus Schromm. Servus Bernhard. Unser Ziel war natürlich auch, dass wir in die nächste Runde einziehen. Unser Ziel war auch, dass wir das ohne Elfmeterschießen schaffen. Wir waren gewarnt, gestern waren zwei Drittligisten schon im Elfmeterschießen. Und ja, natürlich haben wir auch euch dann beobachtet und auch, ja, viele kennt man ja auch, viele ehemalige Weggefährten. Und natürlich hatten wir unglaublichen Respekt vor dem Kader und vor der Mannschaft und vor der Qualität. Ich glaube, dass wir auch so mit der Herangehensweise sehr zufrieden sein können, wie wir ins Spiel gegangen sind. In der ersten Halbzeit haben wir das Ding sehr, sehr ernst genommen, haben dann eine Phase gehabt nach dem 1-0, wo wir ein bisschen gebettelt haben um einen Ausgleich und machen dann zu einem sehr, sehr glücklichen Zeitpunkt, unmittelbar vor der Halbzeitpause, das 2-0. Und ja, wer dann dachte, dass das ein Lächeln ist, der, glaube ich, kennt die Gesetze des Pokals nicht. Beim 2-1 waren wir leider maßgeblich mitbeteiligt. Wenn das nicht fällt, dann geht es natürlich in eine andere, ruhigere Richtung. Aber und dann kamen auch die Fans und dann kam Stimmung rein. Wir haben es dann verfolgt, unmittelbar nach dem 2-1, glaube ich, haben wir 2-3 Mal schon das dritte am Fuß und ja, dann wäre auch wieder Ruhe gewesen und dann kam es so, wie es kommen musste. Ja, mit 2-2 und dann ist man natürlich gedanklich vielleicht schon ein bisschen in der nächsten Phase, aber ja, zum Glück haben wir noch eine Ecke bekommen und ja, schön reingetreten und dann auch gut reingemacht von Paul Grauschopf. Und dann am Ende sind wir dann mit einem blauen Auge davon gekommen, ohne Elfmeterschießen, aber in meinen Augen verdient. Danke. Dankeschön, Klaus. Rainer, reicht eine Flasche Rotwein, um dieses Spiel zu verarbeiten? Ja, von mir erstmal einen schönen guten Abend. Ja, ich denke, die erste Halbzeit haben wir jetzt nicht so gespielt, wie wir das vorgestellt haben. Trotzdem war das 2:0 Halbzeitergebnis ist schon von daher glücklich, weil wir auch natürlich ganz dicke Chancen hatten zu Beginn von Yasin Yilmaz, der Ball, der knapp vorbeigegangen ist. Dann natürlich die Riesenchance von Mario Arp und auch eben vom Dominik Weiß, der natürlich dann auch von 6 Metern den Torwart anschießt. Also da hätte es auch anders zur Halbzeit stehen können. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir nach dem 2:0 auch richtig das Herz in die Hand genommen haben und den dahin an die Wand gespielt haben und dann auch folgerichtig. Wir haben ja auch andere Chancen auch gehabt, auch wenn das 2:1 eine gültige Hilfe dann war. Aber wir haben sicher auch die zweite Halbzeit auf ein Tor gespielt, dann Druck gemacht und mehr als verdient den Ausgleich geschossen. Und dann ist einfach auch so, dass uns dann viele eben neue Spieler haben, wo dann eben, wenn Änderungen sind, das einfach nicht so läuft und der Grauschopf dann eben auch durch das, dass der Schoing noch dazugekommen ist, auch kopfballmäßig besser da war, dass uns da die letzte Konsequenz und auch ein kleines bisschen Glück gefehlt hat. Sodass ich denke, dass ein Unentschieden, das haben ja auch einige Heimwehrspieler gesagt, ein Unentschieden wäre sicher gerecht gewesen und dann hätten wir uns auf ein spannendes Elfmeterschießen gefreut, so, aber denke ich, waren die Zuschauer, konnten auf ihre Kosten kommen, war ein packendes Spiel. Und für uns war es natürlich auch eine Werbung für Türkgücü, dass wir guten Fußball zeigen und dass wir den natürlich auch am Samstag wieder zeigen können. Die Unterhanger können sich ja 12 Tage die Füße hochlegen. Wir müssen uns am Samstag wieder ran und uns dann auch zeigen. Und ich hoffe auch trotzdem, dass wir dann auch wieder einige der Zuschauer wieder bei uns im Stadion begrüßen dürfen. Und ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Und hoffentlich dann zumindest bis Samstag. Dankeschön. Dankeschön, Rainer. Gibt es noch Fragen von unseren anwesenden Medienvertretern? Bitte schön. Den Herrn Maurer vielleicht. Es wurde gerade gesagt, dass Sie die Taktiktafel weggebracht haben. Wenn es stimmt, haben Sie vielleicht erst mal kurz mit der Mannschaft zu sprechen oder in die Kabine zu schauen. Und wenn ja, was war Ihr Einbruch? Ja gut, wir waren jetzt natürlich alle enttäuscht direkt nach dem Spiel. Ich denke, das ist ganz normal, wenn man in der letzten Sekunde dann so fightet und dann das Gegentor kriegt. Aber grundsätzlich ist es einfach im Fußball so. Es war jetzt ein Pokal unglücklich gegen eine höherklassige Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir da halbwegs mithalten können. Die erste Halbzeit, wie gesagt, nicht so gut. Und die Stimmung muss natürlich wieder aufgebaut werden. Und das muss positiv mit dem Erfolgserlebnis gegen Rosenheim dann weitergehen.
Wunderbar, jetzt ist auch schon spät geworden. Ich würde mich freuen, so viele bekannte Gesichter wie möglich am Samstag um 14 Uhr wieder hier im Sportpark begrüßen zu dürfen. Da geht es gegen 1860 Rosenheim. Jetzt wünsche ich euch allen eine gute Heimfahrt. Klaus, ihr habt es nicht weit und alles Gute für euch für den Rest der Saison. Dankeschön, Wiederschauen.